Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Art Top-Liste, wobei ist es nicht direkt eine Top-Liste. Ich zeige euch 20 Manga-Covers, die mir sehr gut gefallen. Es gibt noch sehr viel mehr Manga-Cover, die ich mag. Auch in den verschiedenen Reihen gibt es oftmals mehr Covers, die ich sehr mag. Allerdings habe ich mich jetzt immer nur für 20 entschieden. Zweiter Teil und dritter Teil können natürlich immer noch folgen. Und es sind auch nur Manga und keine Light Novels dabei. Und sonst noch was zu sagen, genau. Es ist ja keine Top-Liste, also wenn das erste, was ich jetzt zeige, ist weder das Beste noch das Schlechteste. Die Covers sind alle auf einem gleichwertigen Niveau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Als erstes hätten wir Bakuman Cover Band 2. Hier sehen wir unsere Hauptcharakterin im Manga-Laden, wie sie sich hier Manga holen, um sich zu inspirieren. Jetzt muss ich sagen, wieder mein Lieblingscover von Bakuman. Weil so schöne Covers, muss ich sagen, hat Bakuman gar nicht mal, aber ich habe Cover 2 gefühlt mir wirklich ausgesprochen gut. Das nächste wäre Bleach Band 46, einfach weil Rangiku drauf ist und ich sie wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja, mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Dann natürlich Band 7 von Sakura Wars, einfach weil wir hier mal Urami drauf haben. Ein wirklich sehr, sehr sympathischer Hauptcharakter, den ich wirklich gerne mag. Und ja, da ist hier noch die deutsche Version, ein paar deutsche Manga sind mit dabei. Wieder Bakuman war ja auch noch auf Englisch. Und was ganz witzig ist, dieser Band hat einen Druckfehler. Hier hatte man vergessen, Sakura Wars drauf zu drucken, deshalb ist er mit so einem Klebeteil drauf. Ja. Dann kommt es zu Super Mario Kun Band 40. Hier muss ich sagen, Super Mario Kun hat allgemein richtig viele super Covers. Da gefallen mir wirklich sehr, sehr viele gut. Aber vor allem Cover Band 40, weil hier auch nochmal so alle Charaktere drauf sind, ist ein schönes Cover für den 40. Band. Im Gegensatz zum Beispiel 50. Band, da gefällt mir das Cover jetzt nicht so gut, aber hier Cover Band 40 ist prima. Aber Super Mario Kun hat allgemein mega Covers, viele Bände und denke mal, sollte es hier von weiteren Teile geben, wenn wir davon noch mehr sehen. Als nächstes haben wir Oh My Goddess bzw. A Megami Sama, Cover von Band 31. Auch A Megami Sama hat prima Covers zu bieten, aber das hier gefällt mir mit am besten, weil ich muss sagen, ich finde sie hier sehr hübsch. Und dabei ist das gar nicht mal mein Lieblingscharakter. Längst gibt es so wirklich ein richtig tolles Cover von Ort, gibt es irgendwie nicht. Und ja, deshalb das hier. Hajime Tenogan, Band 1, auch ein Cover, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja gut, ich habe zu diesem Cover muss man nicht viel sagen. Ich meine, sie sieht ja ziemlich gut aus. Als nächstes hätten wir Dragon Girls Band 16. Und ja, auch hier recht leicht bekleidet in so einem Art schwarzen Gothic Outfit. Das gefällt mir sowieso immer sehr, sehr gut. Und ja, wobei Dragon Girls hat eigentlich auch wieder, ist auch eine Reihe, die will ich viele, na nicht viele, sondern doch schon viele gute Covers hat, muss man sagen. Aber das hier sticht für mich besonders hervor. Und nächstes geht es weiter mit dem Manga Love Story bzw. Futari Echi. Und ja, hier gefällt mir vor allem das Outfit, was Yura anhat. War übrigens auch der erste Band, den ich gekauft habe vom Manga Love Story, wegen dem Cover. Mangaka-san to Assistant-san, Band 10, der Abschlussband. Und ich finde immer prima, wenn auf so einem Abschlussband so ein Gruppenbild ist von den wichtigsten Charakteren. Und das hat man hier gut hinbekommen. Sieht einfach prima aus. Hier noch so mit so einem kleinen Spaß auf dem Cover. Finde ich ein richtig gelungenes Cover, muss ich sagen. Und für ein Abschlussband, wieder da gefällt es mir sowieso immer sehr gut, wenn man da die Hauptcharaktere mit drauf hat. Shinpite no Koe Okiku ga Yui, Band 1. Auch hier gibt es einige nette Covers, allerdings ist das erste, es wirkt halt noch besonders düster und unterscheidet sich von den anderen, weil hier ist mehr so eine Art Halbbild, die anderen haben meistens komplettes Bild. Aber hier bin ich düster, hier mit dem Skelett im Sarg und hier, das habe ich hier im Hasen, habe ich ihren Namen vergessen. Aber hier mit unserer, warte mal, der Name war, Ryoko Hayakawa, genau, hier noch schön drauf. Und ja, gefällt mir so gut. Fanbild auf welchen schönen, düsteren Eindruck von dem Manga. Der Manga ist ja sehr düster. Ich denke, ihr habt alle meine Manga-Vorstellungen dazu gesehen. Die anderen Covers natürlich auch. Aber hier fällt es halt besonders stark halt noch durch diese
Ja, hinten noch ein Friedhof, das Skelett in so einem Rosensarg und dann hier so ein einzelnes Mädchen drauf. Papa no Yukidukina Sai Hidamari, Takanashi no Hidamari. Ja, das einzige Cover von dem Papakiki-Manga, was wirklich gut ist, muss ich sagen. Von den ganzen Spin-Offs gefallen mir die Covers jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber das Cover hier ist richtig gut gelungen. Hier haben wir wirklich ein schönes Gruppenbild von unseren vier Hauptcharakteren. Auch der männliche Charakter ist hier mal mit drauf. Nee, hier kann ich mich nicht beklagen. Und es ist von dem Manga von Papakiki, die es gibt, wirklich das beste Cover. Shōsama no Eshi Band 1. Hier ist eigentlich eine Reihe, wo mir alle Covers bis jetzt sehr gut gefallen haben. Aber ich mag hier Midori, wähle ich mit am liebsten. Aber auch, ja, sie gefällt mir einfach mit am besten. Und mich hat es sehr gefreut, dass sie auf Band 1 ist. Wobei ich tatsächlich etwas verwundert bin, ich hätte eher mit Sarina auf Band 1 gerechnet. Die ist allerdings erst auf Band 2 auf dem Cover. Aber nein, hier für mich, weil ich Midori sehr gerne mag, prima, dass sie auf Band 1 ist. Highscore Band 10. Auch hier haben wir ein schönes Cover. Hier hat man auch mal schön Megumi drauf. Was mir sehr gut gefällt. Ohne irgendwie in so einem Chibi-Stil oder so zu sein. Und ja, wie gesagt, mehr kann man dazu nicht sagen. Megumi ist mal wirklich gut auf dem Cover getroffen. Die Ashitabas. Ja, auch wenn ich ein schönes Gruppencover hier, Ashitabas Band 2. Hier haben wir die ganze Familie. Hier Mutter und die Töchter und hier Mukun, der Ehemann hier von ihr. Ne, wirklich ein tolles Cover. Die anderen Covers von Ashitaba sind natürlich auch nicht schlecht. Allerdings gefällt mir dieses Cover hier mit Abstand am besten und war auch das erste, was ich von Ashitaba überhaupt gesehen habe. Aber dazu später in einer Manga-Vorstellung. GTO hat auch viele tolle Covers zu bieten. Allerdings gefällt mir hier natürlich Cover 12 mit am besten. Einmal, weil hier Urumi Kanzaki drauf ist. Ich glaube, sie ist auch so mit gesehen bei Jito einer der beliebtesten Charaktere mit Onizuka. Ist sie auf den Top-Listen auch immer recht weit oben. Ja, und ich finde es sehr schön, dass sie wirklich ein eigenes Cover bekommen hat. Eden, It's an Endless World. Hier gefällt mir sehr gut das Cover von Band 8. Im Hintergrund hat man endlich mal Elia stehen. Und hier Helena. Und das Ganze ist, finde ich, ein sehr schönes Cover, weil man beide eigentlich sehr selten auf dem Cover hat. Elia ist zwar öfter drauf, jedoch eher am Anfang und dann irgendwann gegen Ende nochmal. Allerdings hier hat man ihn auch mal mehr in seiner, ich würde mal sagen, Jugendzeit drauf. Anfangs ist er ja noch recht jung und hier ist er tatsächlich mehr so eine Art Teenager drauf. Ja, und Helena ist doch auch ziemlich hübsch. Eken Band 8. Auch hier haben wir wieder ein schönes Gruppencover vom Eken Club und sieht einfach prima aus. Aber auch Eken ist eine Reihe, die wirklich viele schöne Covers zu bieten hat. Wobei hier muss ich sagen, Cover 8 gefällt mir einfach mit am besten. One-Off Band 2. Sicherlich habt ihr dazu meine Manga-Vorstellung gesehen. Und hier Cover 2 gefällt mir am besten. Ja, und natürlich am besten hat er nur zwei Bände. Allein schon wegen dieser sehr, sehr schönen Herbstatmosphäre, die man hier im Hintergrund sieht. So ein Herbstwald. Dann Cynthia, Haruno und ihre Freundinnen. Und wir diese wirklich sehr, sehr schöne, herzliche, kühle Atmosphäre. Yotsuba, Band 1. Bei Yotsuba hat auch wieder viele nette Covers, allerdings sticht sofort eigentlich Cover Band 1 ins Auge. Und Cover 1 vermittelt auch einen prima Eindruck vom Manga. Von den 13 Covers, die es bis jetzt gibt, gefällt mir Cover 1 halt am besten. Wie gesagt, man sieht halt gleich, dass es so ein richtiger Wohlfühlmanga ist. Und jetzt kommen wir leider auch schon zum letzten, ging schneller als gedacht. Und zwar zu Ashirayashiki no Yunintachi, nämlich Cover von Band 12. Hier wirklich ein schönes Gruppenbild nochmal, mit allen Charakteren drauf. Und hier zeige ich auch die Rückseite, weil es ja ein großes Bild ist. Hier noch mit Mephisto und hier vorne mit Fukutaru und Osen. Und ja, wirklich prima Gruppencover für diesen Band. Und ja, das war's leider auch schon wieder.
Das ging, wie eben schon gesagt, mächtig schnell. Hätte gedacht, daran hocke ich länger. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, eure Lieblingscover vom Manga. Habt ihr überhaupt Lieblingscover? Oder ist euch dann mehr oder weniger egal? Und wenn ihr welche habt, welche sind das? Und ja, wie gesagt, mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht viel sagen. Falls jetzt übrigens die Frage aufkommt, warum hier kein Ganzcover dabei ist, das kann ich sogar erklären. Die Ganzcovers sind jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. Sie sind wirklich mehr oder weniger abgehakt. Ganz hat nicht mehr richtige Covers, muss ich ehrlich sagen. Ganz hat oben halt immer ein kleines Bild. Da gibt es auch ein paar nette. Allerdings jetzt nicht, was ich jetzt in so eine erste Top-Liste mit reinnehmen würde. Die kleinen Bilder sind, wie gesagt, nicht immer schlecht. Allerdings so wirklich richtig gutes Cover. Wie gesagt, die Bilder sind nett, aber nicht, es kommt halt nicht so wirklich wie ein Cover rüber, sondern irgendwie ein netter kleiner Bonus, wenn man da oben halt die Charaktere sieht. Und deshalb ist kein Ganzcover hier mit reingekommen, weil die Covers von Ganzen, ja, muss man sagen, ein größeres Bild wäre da mal besser gewesen, wobei es dann natürlich auch seinen eigenen Stil, wenn drei Viertel des Bandes nix ist und dann oben nur ein paar Charaktere zu sehen sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar meiner Lieblingscovers, sag ich jetzt mal davon, in einem späteren Teil dieser Videoreihe mal einen Auftritt finden. Oder vielleicht, ja, gut. So viel zumindest noch dazu. Und dann würde ich sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.